Willkommen bei DT Swiss auf der Eurobike 2016. Mein Name ist Friso Lohrscheider. Ich betreue den Bereich Sports Marketing und PR bei der Firma DT Swiss. Stehe hier aktuell neben unserer Kollektion an Federbeinen für Mountainbike-Rahmen. Hier hat sich neben dem altbewährten, das immer noch im Programm ist, eine Neuigkeit getan. Wir haben den R414 hier neu mit dabei. Ein Dämpfer, der ein sehr breites Einsatzspektrum bietet. Den Dämpfer haben wir zusammen mit Nino Schurter entwickelt. Während der Entwicklungsarbeit hat sich auch herausgestellt, dass der Einsatzbereich eben nicht nur für Cross-Country geeignet ist, sondern dass man damit auch wunderbar Enduro fahren kann. Entsprechend bieten wir diesen Dämpfer zum ersten Mal bei DT Swiss auch in einer Länge von 216 mm an und einem Hub von 65 mm. Neues bei dem Dämpfer, insbesondere das Luftkammersystem, nennt sich bei uns linear, nimmt Bezug darauf, dass wir eine sehr lineare Federkennlinie haben. Dadurch können wir gewährleisten, dass der Dämpfer im kleinen Schlagbereich sehr sensibel arbeitet, ohne durch den kompletten Federweg zu gehen und deutliche Reserven bietet, wenn es dann in gröberes Gelände geht. Vom Preis her liegt der Dämpfer bei 379 Euro, ist ab sofort in den klassischen Längen verfügbar, sprich 165 mm, 190 mm, 200 und neu 216 mm.